Reugier Berlin, ja. Ich habe natürlich einen großen Fehler gemacht bei meinem Facebook-Post jetzt vor ein paar Tagen, als ich auf das Hopfen, auf den Hopfengipfel aufmerksam machte zwischen Sudden Death Brewing und Blechbrut. Ja, Blechbrut ist überhaupt gar nicht aufgetaucht, aber wir haben Bräugier und da weiß ich aus dem letzten Jahr noch, IPAs können die. Ab und zu mal, ja. Also, gucken wir mal, was die Jungs drauf haben. Steht Brian von Bräugier. Hallo Brian. Ja, alles gut? Ja, wir kennen uns ja noch aus letztem Jahr. Und in einer Anmoderation habe ich gesagt, Hopfen könnt ihr. Also ihr habt IPAs dabei. Ja, wir haben heute unser Cold IPA, was der neueste Trend in den USA in der Craftbeer-Szene ist. Ja, da sagst du direkt schon ein Stichwort, Cold IPA. Ja. Erklär mal bitte, was ist ein Cold IPA? Das ist also der dürfte Name aller Zeiten, aber die Amis lieben ihr Marketing sagen. Das ist das Bier, was völlig im Trend die US-Craftbeer-Szene liegt. Aber es ist ganz oft ein Lager, wie diese zum Beispiel. Einfach erklärt, ist ein Lager, also hat also schlanke Körper, also leichte Körper wie ein Lager, aber das ist gestoppt, also doppelt dry hopped, wie ein Hazy IPA. Ist kein Hazy, also das ist die beste von beiden Welten, die Fruchtigkeit ein Hazy IPA mit der Schlagerkörper ein Pilz zum Beispiel. Aber es ist schon ein untergäriges Bier, oder? In den meisten Fällen ist es ein untergäriges Bier, allerdings in das Brauverfahren. Die Hefe ist ein bisschen wärmer vergoren als bei einem normalen Lager, immer noch kälter als bei einem normales IPA, daher Cold IPA. Ah ja, also es riecht auf jeden Fall schon mal hervorragend hoppig. Ja, also und wir stopfen quasi mit den ähnlichen Menge wie bei einem New England IPA oder einem Hazy. Das heißt, mega viel Hopfen drin. Aber es ist nicht ganz so trüb, ne? Es ist gar überhaupt nicht trüb. Es ist ein Lagerbier, das sollte es aufklären. Und man hat auch dann diese, also nicht die Vollmundigkeit, was man bei einem New England IPA hat. Aber dann ist auch kein West Coast IPA, nicht die bittere, die herbe, was man bei einem West Coast IPA hat. Und viele Leute fragen, ah, das ist doch dann ein IPL. Und sagen, nein, es gibt viel brautechnische Sachen, was entscheidet sich komplett von einem IPL. Obwohl, vielleicht ist es ein Lager, daher eher. Aber von einem Brauverfahren kann man sagen, das Code IPA ist sein eigenes Stil. Aber du hast schon gesagt, da gehört natürlich auch Marketing dazu. Aber am wichtigsten ist, wie es schmeckt. Und es schmeckt gut. Ja, also wir finden unsere zwei Pubs in Berlin, dass viele deutsche Konsumenten finden das gut, weil der deutsche also Konsument ist schon Lagertrinker vor allem und ist ein guter Einstiegspunkt für die Welt von IPAs, weil das hat die Lagercharakteristik mit einer sehr hopfenlastigen Frustigkeit. Also ich würde es auf jeden Fall probieren, wenn man die richtig macht. Also. Ja, ich würde das bestätigen, also es ist definitiv hopfig wie ein IPA, aber ein knackiger Körper. Erleichtert auch, also ich mache ja bei der Erfahrung bei den Tastings immer, wo ich sehr viele Leute habe, die Einsteiger sind. Ja. Wenn ich denen so den geilsten Scheiß präsentiere, sind die überfordert. Da könnte ich mir vorstellen, damit habe ich sie leichter. Also, ich mache mich ja oft darüber lustig, Cold IPA, aber du hast das sehr gut erklärt. Und dieses Bier spricht für sich, Brust. Aber du hast natürlich auch ein klassisches Hazy IPA am Start hier. Ja, also wir haben ein Bier, was wir für die Berliner Beer Week gebraut haben, den Nagel neu, weil wir haben drei ganz neue Hopfensorten benutzt. Die Kombination vielleicht das allererste Mal. Zwei von den drei Hopfensorten haben sogar bis jetzt keinen Namen. Die sind noch in dieser experimentalischen Phase. HBC heißen die. HBC, genau. HBC 630, 638 und dann Vista, was gerade im Frühling seinen Namen bekommen hat. Aber wir haben mit guten Tipps von den Hopfenbauer, dass diese drei oder die zwei, die noch genommen haben, werden vielleicht die nächste, die in den Proben sehr gut sein, haben wir probiert und die Ergebnisse, wir sind auch zufrieden damit. Ja, und dann sehe ich hier Bernsteinzimmer. Weiß irgendein US-Amerikaner, was das Bernsteinzimmer ist? Wahrscheinlich nicht, aber wir sind immer noch eine Brauerei mit Sitz in Deutschland. Wir machen gerne ein bisschen Tipp zu die deutsche Sache mal. Es ist ein Amber-Lager, geht schon ein bisschen in die Sam Adams amerikanische Richtung, ein bisschen trockener vielleicht als ein klassischer Wiener Lager, aber ein sehr gutes Bier für Leute, die was ein bisschen malzig haben will.
Ja. Und ein Kaffee sehe ich auf der. Das Kaffee Ale ist hell in Farbe, also ist kein dunkles Bier, kein Stout oder sowas, so ein Golden Ale quasi. Wir haben die Kaffeebohnen aus Äthiopien, zwei verschiedene Sorten und zweimal da reingemacht, mal auf die rohe Bohnen, also geröstete Bohnen einfach reifen lassen, plus ein bisschen Cold Brew drin, also reingemacht. Also daher kriegen wir die Komplexität bei der Fruchtigkeit und die Röstnoten von der Kaffee. Wann muss ich den Kaffee zugeben, damit das Bier auch schön kaffeeig schmeckt? Das gibt verschiedene Wege. Wir machen das eher spät aus Ruhe. Wenn das manche Leute aus Sterilisierungsgründen würden das bei Whirlpool oder sowas machen. Aber bei Wärme kriegt man vielleicht ein bisschen Astringenz oder diese grünen Pfeffernoten. Also daher, die Bohnen haben wir quasi wie ein Dry Hop, aus dem wir schon etwas kälter. Ach so, okay. Und also Cold Brew kann man am Ende mischen. Natürlich muss man sehr, sehr sauber arbeiten. Also nachher bei der Lagerung oder bei der Reifung schon? Genau, genau. Also da kriegst du die schönsten Noten aus dem Kaffee. Aus dem Kaffee kann man früh machen, da ist man sicherer für Infektionen und sowas. Aber es ist genau wie bei den Hopfen. Je kälter man arbeitet, mehr Aromen durchkommen oder andere Verfahren. Jetzt hat mein Freund Johannes Dunkelmeer erzählt, ihr habt auch den Nachtschwärmer dabei. Das haben wir, ich weiß nicht, wo Johannes dir das gesagt hat. Achso, er weiß das, oh nee, Mann, oh. Nachtschwärmer haben wir schon lange nicht gebraucht. Ich darf trotzdem ein bisschen diesen Kaffeelager. Also okay, das ist eine gute Entschuldigung. Damit man sehen kann, dass es auch ein hellfarbiges Bier ist. Ach so, ja, man stellt sich jetzt ein schwarzes Bier vor. Genau. Nein, aber ist ja nur ein bisschen Kaffee hinten reingestopft. Das Ding ist, so viele Leute, die meisten Kaffeebiere sind schon Biere wie ein Coffee Stout zum Beispiel, die Biere selber schon dunkel sind. Wenn man nur ein bisschen Kaffee da reinmacht oder auch die Bohnen reifen lässt, auf ein Bier, der sonst sehr hell ist, kommt die Farbe nicht unbedingt so stark durch. Kannst du mit einem Kölschheffel versorgen? Also, ihr seht es nicht, aber ich bin gerade am Schnabulieren. Im Geruch würde ich sagen, versteckt sich der Kaffee noch ein bisschen, aber man schmeckt ihn. Ja, also das ist auch so ein Ding, wenn man Beeren zum Beispiel in der Nase bekommt, die Typen von Koffeinbeeren, also Kaffeebohnen, was wir benutzt haben, ist schon sehr beerenlastig. Und beim Kochen und sowas fehlt das weg. Aber daher, die Fruchtigkeit teilweise kommt mit der Kaffee. Das ist nicht so stark gehopft. Aber im Geschmack natürlich, dann hat man mehr für diese klassische Rosennoten, was man von einem Kaffee erwartet. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Auch da ein großes Lob. Vielleicht, Brian, noch ein Wort. Euch findet mal am Prenzlauer Berg. Und mittlerweile auch in Ostkreuz. Wir haben, also Prenzlauer Berg haben wir immer noch unsere, also ursprüngliche Brauerei und kleinen Ausstatt. Und seit fast einem Jahr, so Ende Dezember 21, am Ende der Corona-Zeiten, haben wir sogar größere Läden direkt am Ostkreuz Friedrichshain. Auch mit Küche, 20 plus Hähne, viele Gastbiere, Tap-Takeover. Also wenn man in Berlin ist, ihr solltet auf jeden Fall in einen Standort besuchen. Genau, du hast das Stichwort gesagt. Für den, der es noch nicht gemerkt bekommen hat, wir reden hier über eine Berliner Brauerei. Berliner Brauerei, stimmt. Mit Ami-Gründe, aber... Wo kommst du her, aus Amerika? Ich bin ursprünglich aus New Orleans. Ich habe aber den Glück gehabt, ein Austauschjahr in Bamberg zu machen, große Bierstadt. Und bin nicht so geblieben, aber immer wieder nach Deutschland gekommen, irgendwann in Berlin gesiedelt. Und das Brauteam ist auch eine Mischung aus Amerikaner und Deutsche. Also wir versuchen, die Beste von beiden Welten zusammenzubringen im Bier. Sehr gut, also ich kann auf jeden Fall mit dem Brustton hier überzeugen und sagen, Paul, ihr seid bei mir im Herzen. Ich war auch schon bei euch gewesen, sowohl am Prenzlauer Berg als auch zum Ostkreuz. Ich weiß nicht mehr, der Kollege hier ist, hat gesagt, der Brian ist am Ostkreuz. Da bin ich auch noch zum Ostkreuz gefahren, aber der Brian war nicht da. Aber auch nicht da. Umso schöner, dass du jetzt hier bist, Brian. Also, vielen Dank. Wenn ich die Gelegenheit habe, nach Westdeutschland zu kommen und vor allem hier in Trier. Die Leute sind sehr, sehr freundlich und es ist gut, die Kraftbierwelt, die andere Brauer, also zu sehen, weil Berlin ist eine Sache, der Rest von Deutschland, jede Region hat sein eigenes Ding und das ist spannend für uns, es kennenzulernen. Okay, also nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall. Sehr schön, vielen Dank.